40.000 Coins pro Karte mit der richtigen Preisgestaltung beim Über-Target-Verkaufen passiert das sehr, sehr häufig. Servus, Grüße und Hallo zum weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns an die richtige Preisgestaltung beim Über-Target-Verkaufen, weil die Frage immer sehr häufig kommt und wir unendliche Upgrade-Packs oder die 80-Plus-Packs machen können. Gerne das Video noch liken, 100 Likes wäre das Ziel und wir gehen auf die 5.000 zu, wer dem Kanal noch nicht folgt, würde mich auch freuen. Okay, rein da, Freunde, ihr wisst es, wir machen gemeinsam immer sau viele Coins. Es freut mich übrigens, dass so viele von euch sich immer noch die Zeit nehmen, mir Feedback da lassen und dass ihr auch natürlich Freude beim überteuert Verkaufen gefunden habt, aber das überrascht mich nicht, denn man macht so viele Münzen und das stetig, so viele Coins und ihr könnt das Ganze, also eure Erfolgsquote könnt ihr erhöhen, wenn ihr ein bisschen auf die Preisgestaltung achtet. Diese Frage kommt immer wieder, ey, Swepix, wie soll ich meine Preise gestalten? Ich habe ein paar Beispiele, weil ihr seht hier einen James Milner, jetzt hätte ich fast gesagt George Milner, aber das war ja sein Bruder. Hier 72.500 ist der rausgekommen. Wie kommt der Preis zustande? Der Kerl kostet oder hat gestern Abend 28.000 Münzen gekostet. Ich habe ihn mir gekauft zum Marktwert mit bestem Chemistry Style, bester Position. So wie ihr es hier seht. Momentum. Und habe ihn dann zum Zahlendreher angeboten. Zahlendreher bedeutet immer, du drehst die Zahlen zu deinem Vorteil. Aktuell kostet James Milner 27k. Ja, da würde ich jetzt hier so einen Zahlendreher anpeilen. Ja, warum ist der so effektiv? Wenn man jetzt einen James Milner auf dem Transfermarkt sucht und hat die Absicht, den zu kaufen, siehst du sehr, sehr viele James Milner für 26, 27, 28k ausgezeichnet. Aber die meisten davon haben keinen Chemistry Style und keinen Position Change. Wenn du das jetzt hier so machst und legst dann deinen 62.500 Milner rein, kann es sehr, sehr oft passieren, ja sehr, sehr oft, nicht einmal am Tag passieren, sage jetzt mal, ich habe einen Milner jetzt einmal so versucht, hat sich dann auch gleich verkaufen lassen. Das funktioniert sowieso immer sehr, sehr krass mit aktuellen Karten bei solchen Preisgestaltungen. Achtet da auch immer wirklich auf die Preisrange, der lässt jetzt zu Maxpreis 380.000. Da könnte man auch ganz andere verrückte Dinge machen, einfach mal plus 200.000 für 226.000 anbieten. Da gehen Grüße raus am Chano, der macht das regelmäßig, oder der Psemi, der macht auch so Big Deals. Gerne die Jungs mal auf Twitter abchecken. Hier seht ihr also, dann wird dann angezeigt, so wie ich gerade gesagt habe, lauter zwei Seiten, James Milner bei 26, 27k, alle keinen Chemistry Style, keine Position, zack, ist deiner da. Dann drückt man schnell mal hin, ihr wisst es selber, ihr habt sicherlich alle schon mal, liked gerne das Video oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr schon mal eine Karte zu teuer gekauft habt und zack, habt ihr den Gewinn. Je mehr solcher Karten ihr auf der Transferliste habt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass solche Deals dann auch mal reinkommen. Ich habe euch ja gestern hier im Video 44 Karten vorgestellt und mit diesen 44 Karten kannst du bei der Preisgestaltung, egal wie teuer sie sind, immer dasselbe machen. Du siehst hier einen Lucas Hernandez, der kostet aktuell 3.800 Münzen am Markt. Hier dasselbe, Zahlendreher, zu deinem Vorteil drehen. Perfekte Position, perfekte Chemistry Style, macht sie seltener, die Position, Chemistry Style macht die Karte besonders. Drehst du einfach die Zahlen auf 7.300, also hier würde ich dann zahlen, also der kostet 3.700, ich gehe immer von der Basic-Form aus, also immer Basic-Marktwert, so wie die Karte auf Footbin ausgezeichnet ist und durch den Chemistry-Style und die Position machst du die Karte natürlich wertvoller, zack, Zahlendreher, 3.73, kannst du auch für 6.3 anbieten, ich habe den jetzt für 8.300 verkauft gehabt. So geht es auch im kleineren Preissegment, Timo Werner zum Beispiel kostet 750 Coins. Da könnte man einfach nur zack ein Nuller hinten dran hängen und vorne 700 Startpreis. Und dann suggeriert es, oh, der ist mit Hunter, der kostet so viel wie die anderen. Nehmen wir den, ich verklicke mich, Abfahrt. Also das ist zum einen mal das, was man so ein bisschen so rumtricksen kann bei der Preisgestaltung. Großer Hinweis, und das machen viele von euch nicht. Freunde, unten in den Kommentaren ist mein Twitter-Link, klickt da drauf, schaut euch meine Verkäufe an, wie ich die Preise gestalte. Ich habe gestern Abend, ich gehe gleich nochmal zurück, gestern Abend hier meine Verkäufe seit Mittag alle rausgehauen. Ihr seht bei Kera, bei Darmstadt, welche Preise ich benutze, Zahlendreher. Hier bei Benjeda, immer drehe ich die Zahlen zum aktuellen Marktwert. Alle Karten, Varan, Havertz. Da seht ihr gleichzeitig die Karten, die gut laufen. Kann ich euch nur ins Herz legen, das mal auszuchecken. Ansonsten, wenn kein Zahlendreher möglich ist, die Karte hat irgendeinen Preis und wenn du die Zahlen drehst, würdest du draufzahlen. Auch hier schon auf Felix Service Prinzip 3773. Dann Dembele, 3773. Hier Spinazzola, hinten in 0 dran gehangen. Okay? Ihr versteht das Prinzip schon langsam, ich weiß das. Und wenn aber kein Zahlendreher so wirklich möglich ist, also wenn die Karte 8.000 Coins kostet, könntest du auf 9.700 gehen, Zahlendreher 7.9. Wenn das aber nicht möglich ist, Freunde, dann bitte
einfach nur 2, 3, 4, 5K draufschlagen. Gerne bei so Karten, die nur 1, 2K kosten, also für die Low-Budget-Karten. Da reicht es auch, wenn ihr mal einen 1K-Aufschlag macht, dass ihr Gewinn macht. Ich biete jetzt die Karten stündlich an und ihr werdet ganz, ganz schnell sehen, wie die Top-Seller sind. Fragen genau dazu nochmal in die Kommentare setzen. Ich denke mal aber, das Prinzip, das wird ganz, ganz schnell klar, je öfter man das versucht. Und versucht wirklich mal einfach Zahlen zu drehen, was ist wahrscheinlich, wie würdet ihr da drauf, ja, draufklicken, wenn ihr den Preis seht. Unendlich diese 80 plus, ihr kriegt ja für 100 einmal abschließend ein ultimatives Pack. Ihr macht die Bronze-Pack-Methode, öffnet 50 Bronze-Packs, ihr verkauft alles, was Wert hat. Und alles, was keinen Wert hat, also alles unter 200, das packt ihr in die Silber-Upgrade-SPCs ein. Die macht ihr zweimal, dann habt ihr 81 plus fertig. Ja, das ist wirklich, ihr könnt so viel da jetzt reingrinden, gebt nicht unnötige Coins aus, baut es davon lieber eine UV-Liste. Ich bin jetzt gleich live, 16:14, freue mich auf euch, schaut's gerne rüber. Peace out und danke fürs Anschauen.